Yo, ho, 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 meine lieben Freunde. Wie ihr bestimmt wisst, ist im Moment Winter. Okay, wenn ihr das nicht wisst, dann wohnt ihr entweder auf der anderen Seite der Welt oder ihr seid einfach ziemlich dumm. Naja, auf jeden Fall finde ich den Winter eigentlich... What the fuck? Warum habe ich so eine scheiß Mütze auf? Weg damit. Naja, auf jeden Fall finde ich den Winter eigentlich toll. Es gäbe jetzt natürlich die Möglichkeit, ein Video namens Dinge, die ich am Winter mag, zu machen, aber ich meine, ich wäre doch nicht Joho, wenn ich mich mal wieder aufregen würde. Viel Spaß mit den nervigen Dingen am Winter. Erstens, dunkel und hell. Im Sommer wird es manchmal erst gegen 22:30 dunkel. Du kannst abends so lange draußen bleiben und es bleibt einfach hell. Doch im Winter kommt genau das Gegenteil vor. Es wird nämlich schon meistens um 16 Uhr dunkel. Ich meine, da komme ich manchmal erst gerade von der Schule. Morgens beim Weg zur Schule ist es dunkel. Und nachmittags komme ich von der Schule und es ist dunkel. Ich meine, wo ist da die Logik? Warum? Warum geht die Sonne so schnell unter im Winter? Und warum habe ich da so einen scheiß Schatten im Hintergrund? Nummer 2. Die Kälte. Im Sommer kannst du einfach mit T-Shirt und kurzer Hose rumlaufen und die ist einfach noch so schön warm. Allgemein ist die Hitze im Sommer eigentlich geil. Ja, okay, außer es ist wirklich viel zu heiß. Aber nee, nee, Leute, das Video heißt ja nicht nervige Dinge am Sommer. Das gibt's dann vielleicht in einem halben Jahr. Wer weiß, wer weiß. Naja, zurück zum Thema. Auf jeden Fall ist es im Winter genau das Gegenteil. Es ist eisekalt. Manchmal hast du echt das Gefühl, dass du irgendwie einfrierst, weil es einfach so kalt ist, dass du dich fast gar nicht mehr bewegen kannst. Ich meine, kennt ihr das, wenn eure Finger so richtig steif werden und dann so kalt und dann so... Oh, nee. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Schreibt mal in die Kommentare. Du kannst dir echt 50, 100, 1000 Jacken und Pullover anziehen, aber du wirst trotzdem für immer frieren. Dazu kommt ja auch noch, dass das Risiko viel höher ist, krank zu werden. Und krank sein ist nun mal auch scheiße. Nummer 3. Steigende Preise. Vor allem zur Vorweihnachtszeit werden die Produkte so, so teuer. Viele Produkte, die vorher viel weniger kosteten, die kosten auf einmal so viel mehr, nur wegen der Weihnachtszeit. Deshalb hier ein ernst gemeinter Tipp von mir. Kauf die Weihnachtsgeschenke für andere einfach sehr, sehr früh. Oder was natürlich noch besser ist, wenn ihr einfach Geschenke bastelt, weil ich meine, erstens kostet es dann fast nichts und zweitens, es kommt einfach besser an, weil es einfach viel persönlicher ist. Nummer 4. Kurzfristige Geschenke. Jeder kennt es doch, es sind nur noch ein paar Tage oder vielleicht sogar nur noch ein Tag bis zu Weihnachten und du hast einfach noch kein Geschenk. Du überlegst lange, doch dir fällt einfach gar kein gutes Geschenk ein. Da es jetzt ja übelst peinlich wäre, die Person zu fragen, läufst du los in die Stadt, um was einzukaufen. Doch dann merkst du, dass du nicht der Einzige mit diesem Problem bist. Und somit wären wir bei Nummer 5. Überfüllte Stadt. Am Tag vor Weihnachten ist die Stadt einfach so voll, dass du dich kaum noch bewegen kannst. Jeder probiert noch ein Geschenk zu finden und Leute, ich sag euch, es ist echt nicht geil, dann in der Innenstadt zu sein. Ich verstehe es einfach nicht, wieso kann man die Geschenke nicht einfach ein paar Tage vor Weihnachten kaufen? Aber nein, es müssen einfach alle Leute einen Tag vor Weihnachten Geschenke kaufen. Ich meine, ich hole meine Geschenke immer sehr früh. Ich habe noch gar kein Geschenke. Ja gut, hab ich gesagt. Ja gut, das habe ich. So Leute, das waren jetzt 5 nervige Dinge am Winter. Wenn ihr weitere nervige Dinge am Winter kennt, schreibt sie mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es da ja noch einen zweiten Teil, wer weiß, wer weiß. Wie ihr bestimmt am Intro gemerkt habt, ist dieses Video Teil eines YouTube Adventskalenders. Bei diesem Adventskalender machen 23 andere YouTuber und natürlich ich mit. Das heißt, jeder von uns macht ein Video und in jedem Video ist dann ein Wort versteckt. Und diese ganzen Wörter ergeben zusammen dann einen vollständigen Lösungssatz. Da unten kommt ihr dann zum letzten Türchen und da oben kommt ihr dann zum Kanal, wo morgen das nächste Türchen zu finden ist. Und ja, unter mir gibt es dann die Playlist, wo alle Videos nochmal drin sind vom Adventskalender. Außerdem könnt ihr mich da auch kostenlos abonnieren. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Donnerstag, dem 24.12. wieder auf diesem Kanal mit einem besonderen Video, wenn es wieder heißt... Ein Moment, Leute. Yo, ho, ho, ho.